Ja, wer kennt das nicht? Produktfotos im Internet sehen oft anders aus als die wirklichen Sachen, die man be dann bekommt. Ich habe diese Erfahrung gemacht, wann immer ich etwas online bestellt habe, und so wie Sinn gibt es auch andere Firmen, die einen Direktvertrieb haben und ein sehr reduziertes Filialnetzwerk. Ich möchte euch helfen, heute bei einem Stahlbandkauf bei Sinn einen Fehlkauf zu vermeiden. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ich habe eine ganze Menge von Sinn-Stahlarmbändern, sowohl das feingliedrige als auch das zweigliedrige, in unterschiedlichen Größen an verschiedenen Uhren. Und diese Erfahrung möchte ich heute mit euch teilen, damit ihr wisst, was ihr erwarten könnt, wenn ihr euch für das eine oder andere Stahlband entscheidet. Denn es gibt signifikante Unterschiede sowohl in der Schließe als auch im Anstoß, in der Verschraubung, der Verarbeitung der Glieder, im Gewicht, im Tragekomfort. Alles das möchte ich euch in diesem Video zeigen, damit ihr ganz bewusst die richtige Entscheidung treffen könnt. Am Ende habe ich noch einen Informationsbonus für euch, kein direkter Vergleich zwischen Feinglieder- und Zweigliederband, trotzdem vielleicht für den einen oder anderen interessant. Es lohnt sich also, bis zum Ende dran zu bleiben. So, das sind sie also, meine Kandidaten für dieses Video. An diesen Uhren werde ich die unterschiedlichen Bandtypen zeigen. Die erste Uhr ist die Sinn 556 IB mit dem blauen Sonnenschliffziffernblatt. Die zweite ist eine identische Uhr mit dem braunen oder Mokka-Ziffernblatt, die 556 IM. Die dritte Uhr in meinem heutigen Setup ist die 103 STSA und als letzte habe ich mir ausgesucht den Einsatzzeitmesser 3 EZM 3. Ja, wo liegen jetzt die Unterschiede bei den Bändern? Ganz grundsätzlich gibt es ein fünfgliedriges oder feingliedriges Band rechts an der blauen 556 und ein zweigliedriges bzw. auch Age-Link Bracelet genannt links an der braunen 556 IM. Die Bänder tragen sich unterschiedlich und haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Das zeige ich euch aber im Video. Am Arm sind beide Bänder sehr angenehm, wobei ich denke, dass das fünfgliedrige etwas feiner und etwas dressiger wirkt als das zweigliedrige, was in meinen Augen doch wesentlich sportlicher daherkommt. Durch die größeren Glieder ist das Band auch, ich will nicht sagen gröber, aber doch etwas massiver in der Anmutung und das feingliedrige, wie der Name schon sagt, wirkt etwas feiner und etwas filigraner. Lassen wir uns das zweigliedrige Band einmal im Detail angucken. Die Schließe ist aus gestanztem Blech. Der Faltmechanismus selber ist massiv. Die Endstücke, wie ihr hier sehen könnt, sind ebenfalls massiv und sehr passgenau gearbeitet. Der Faltmechanismus der Schließe hat die typische Biegung, die sich auch in geringerer Form in der massiven Tauchverlängerung wiederfindet. Die Schließe selber ist leicht abgerundet und wie gesagt aus gestanztem Blech und hat an der Seite drei Löcher zur Feinverstellung, damit das Band auch exakt an den Arm angepasst werden kann. Die Schließe rastet satt und der Sicherungsbügel sichert die Schließe vor unbeabsichtigtem Aufgehen. Die Glieder selber bei der 556, oh, da ist ein Fussel dran. Glieder sind bei der 556 gebürstet und ich finde die Bürstung sehr fein und sehr ordentlich gemacht. Alle Bänder, die ich euch in diesem Video zeige, sind bereits getragen und haben schon die ein oder anderen Tragespuren, aber dennoch kann man erkennen, dass das Band sehr ordentlich gearbeitet ist. Bei den neueren zweigliedrigen Bändern werden Innensechskantschrauben, Inneninbusschrauben verwendet und die Bänder sind relativ dick und massiv und haben dadurch auch ein vergleichsweise hohes Eigengewicht. Die Schließe selber ist auch gebürstet, was sie etwas anfälliger für Kratzer macht, weil die gebürstete Oberfläche natürlich nicht ganz so widerstandsfähig ist wie eine mattierte. Oh, da sind noch Folien dran. Lass mich die kurz abmachen, bevor es weitergeht. So, das hätten wir also erledigt. Die Folien sind ab. Ja, welche Alternativen zum Stahlband der 556 gibt es? Hier habe ich
die 103 STSA. Ihr könnt sie hier sehen, das Band sieht etwas anders aus. Ich komme gleich noch im Detail darauf zurück. Die 103 STSA hat ein poliertes Gehäuse, wie ihr hier sehen könnt, und eine polierte Lünetteneinfassung. Das spiegelt sich im Band wieder. Die großen Teile der Glieder, die H-förmigen Glieder, sind satiniert, wie bei der 556, und die Mittelstücke sind poliert. Ihr könnt übrigens meinen Kanal gerne abonnieren, das ermöglicht es mir, euch zukünftig auch weiter interessante Uhren vorzustellen. Die Mittelstücke, die ihr hier sehen könnt, haben schon so einiges mitgemacht. Die 103 ist eine meiner ältesten Uhren und dennoch kann man gut sehen, wie das Lichtspiel die polierten und satinierten Flächen des Bandes aufnimmt. Bei dem Einsatz Zweitmesser 3, EZM 3, ist das Band ganz anders gestaltet. Der EZM 3 ist ein andersrum Achsel, genauso rum. Der EZM 3 ist eine Toolwatch, hat einen Werkzeugcharakter und dementsprechend ist das Band sandgestrahlt und komplett matt. Ihr könnt also hier sehen, dass es drei verschiedene Arten der Bearbeitung gibt und teilweise werden diese auch kombiniert, wie bei der 103 mit den polierten und satinierten Flächen. Hier ist es durchgehend perlgestrahlt, was dem EZM 3 einen sehr angenehmen matten Charakter verleiht. Bei der blauen 556 von mir ist das Feingliederband verbaut, was einen ganz anderen Aufbau hat als das zweigliedrige. Ihr seht hier, es gibt keine Sicherungsschließe, keinen Faltbügel, sondern eine Schmetterlingsschließe mit seitlichen Drückern. Durch Druck auf beide Seiten lassen sich die Bandhälften öffnen und das Band wird entsprechend lang genug, um über die Hand auf den Arm geschoben zu werden. Auch hier haben wir massive Endlinks verbaut, die naturgemäß etwas anders aussehen, weil sie ja ein fünfgliedriges Band aufnehmen müssen und nicht nur ein zweigliedriges Band. Das Schließen geht relativ einfach, ein sanfter Druck und schon rasten die Bandenden ein und das Band hält sicher am Arm. Die Pinne sind wie ein Pilzkopf gestaltet und werden durch einen mit Federspannung gehaltenen Widerstand in Position gebracht. Tja, wie unterscheiden sich die Bänder jetzt als solches? Nehmen wir aber das zweigliedrige Band der 556. Dieses hat 4 mm Dicke und ist mit Inbusschrauben verschraubt. Dementsprechend hat das fünfgliedrige Band der 556 nur gut über 3 mm Dicke und ist dementsprechend auch leichter. Hier könnt ihr sehen, dass ganz normale Schlitzschrauben mit flachem Kopf verwendet wurden. Auf der anderen Bandseite könnt ihr es auch sehen. Ihr könnt sehen, dass das letzte Glied ein kleines wenig kürzer ist und das zeige ich euch jetzt auch mal mit der Schieblehre. Das kleine Glied hat ungefähr 8,5 mm in der Länge und die großen Glieder, jetzt muss ich das nur ein bisschen einstellen und treffen, genau, na, ich hatte es doch gerade. Die großen Glieder haben ungefähr 1 mm. Das heißt, die kleinen Glieder sind 1,5 mm kürzer und mit einem entsprechenden Austausch von langen gegen kurze Glieder kann man auch ohne Feinverstellung dieses Band sehr gut an den Arm anpassen. Ich war überrascht, als ich gesehen habe, dass der Unterschied nur 1,5 mm ist, aber ich habe festgestellt, dass das eine wirklich gute Größe ist, um bei entsprechender Anzahl des Austauschs der Bänder das Band sehr gut anpassen zu können. Ja, wir hatten ja schon gesehen, dass die Bänder unterschiedlich dick und offensichtlich auch unterschiedlich schwer sind. Auch in der Beweglichkeit unterscheiden sie sich. Das feingliedrige oder fünfgliedrige Band ist deutlich beweglicher und flexibler als das zweigliedrige oder H-Link-Band, wie es im Englischen genannt wird. Beide Bänder tragen sich angenehm, das feingliedrige finde ich persönlich am Arm etwas angenehmer. Der Stretch ist minimal und diese seitliche Beweglichkeit schätze ich sehr, dann kneift das Band nicht so schnell im Arm. Auch das feingliedrige hat eine minimale seitliche Beweglichkeit, gerade so viel, wie ich es gerne mag. Hier sieht man nochmal schön den seidigen Glanz der satinierten Oberfläche, die sich über das gesamte Band hinwegzieht.
Nicht unterschlagen möchte ich einen Punkt, der mir an dem feinen, gliedrigen Band nicht so gut gefällt, und das ist die Passgenauigkeit der Endstücke. Ihr könnt hier sehen, was ich meine. Es geht um diesen Spalt. Und ich zeige es euch mal, wenn ich das Endstück bewege. Der Spalt wird mal größer, mal kleiner. Und das habe ich bei ganz, ganz vielen Uhren mit dem feingliedrigen Band gesehen. Meine 756 hat das Gleiche. Wenn man lange sucht, einige Bänder probiert, einige Federstecke probiert, kann man das Problem reduzieren. Aber grundsätzlich ist es da. Es ist aber nur eine optische Geschichte. Das Band hält wirklich sicher. Es fällt nicht ab, es löst sich nicht. Aber diese optische Geschichte bleibt. Bei der 556 mit dem zweigliedrigen Band ist das minimal vorhanden, aber deutlich, deutlich weniger als bei dem feingliedrigen Band. Ihr könnt es hier nochmal sehen, dass ein minimales Spiel ist, aber wesentlich weniger als bei dem feingliedrigen. Bei Uhren mit Drehlünette kann man es überhaupt nicht sehen. Ich weiß gar nicht, ob sich hier das Endstück überhaupt bewegt. Der Ansatz wird durch die überstehende Drehlünette verdeckt, sodass man es nicht sehen kann, wenn sich überhaupt etwas bewegen sollte. Bei der 103 kann man etwas unter die Lünette sehen und erkennt den Anstoß am Gehäuse und kann sehen, dass sich hier überhaupt nichts bewegt, sitzt bombenfest und wackelt nicht. Ja, ich hatte euch noch einen Informationsbonus versprochen und hier ist er. An beiden Uhren, an der 103 und dem EZM3, ist ein zweigliedriges Band montiert, an der 103 allerdings das neue Band mit den doch sehr dicken Gliedern und den Inbusschrauben. Der EZM3, den ich gebraucht gekauft habe, hat die ältere Variante des Bandes, die erkennbar dünner ist und lediglich Schlitzschrauben hat. Ich mag die alte Variante viel lieber, weil sie leichter und angenehmer zu tragen ist. Und wenn wir uns die Dicke mal einmal anschauen, wir haben hier eine Dicke von 2,7 mm pro Bandglied. Im Vergleich dazu, das feingliedrige Band der 556 ist mit 2,9, knapp 3 mm doch erkennbar dicker als das zweigliedrige Band des Einsatzzeitmessers 3. Die Glieder der 103, wir messen nochmal nach, ob ich mich nicht vertan habe, ich bin nämlich gar nicht so sicher, ob das wirklich stimmt, aber es bleibt dabei. 2,7 maximal 2,8 mm für den EZM3 und das alte Band. Die 103 mit dem neuen Band kommt auf erstaunliche 4 mm, 3,9, knapp 4 mm, ein sehr dickes und sehr schweres Band. Auch das zweigliedrige Band der 556 ist entsprechend etwas dicker, wenn auch nicht ganz so dick wie das der 103 mit 2,8 mm. Ja, wenn euch diese Videos gefallen, dann schreibt gerne einen Kommentar da, abonniert meinen Kanal und freut euch auf die nächsten Videos, die kommen. Bis dahin, euer Axel.